Hey, hello, welcome back. Willkommen zurück zu Let's Play Simon. The Sorcerer, Simon der Zauberer. Und wie viele von euch schon richtig erkannt haben und ich inzwischen auch, hier ist das Mauseloch. Ein Mäuseloch. Hol mir die Maus doch mal da raus, würde ich sagen. Und halten den Stinksockenbeutel, der wie Käse riecht, davor. Flapp. Flup, flap, flip. Die Maus kommt mit. So, jetzt sollten wir alles haben für das Ritual, für den Zauberspruch. Und sind mal gespannt. Ich bin's wieder. Alles klar dann? Jupp. Nur schnell ein magisches Quadrat hier hinmalen. Hier, du kannst meine Kreide haben. Los geht's mit dem Zauberritual. Wuppdiwuppschwupp. Simon kann das echt gut. Lass das Opfer beginnen. Na, dann kann's ja losgehen. Rock'n'Roll! Ich bin beeindruckt, sehr beeindruckt. Das könnte sogar eventuell funktionieren. Funktionieren, ja. Okay, Bübchen, jetzt sage ich dir, wie der Teleporter funktioniert. Drücke einfach auf den roten Knopf, auf dem Selbstzerstörung steht, und sage der Maschine, wo du hin willst. Leider nur eine Hinfahrkarte. Ohne Passwort kommst du nicht mehr zurück. Passwort, jawohl. Und das wissen wir auch nicht. Und los geht's, Kleiner. Okay, versuchen wir's mal. Zabak! Zin, Zan, Xenok, Jarmak, Zock! Oh, scheint so, als müssten wir hier... Hier bleiben? What the fuck war das? Wow, das hat richtig gekitzelt. Hoffentlich hat es funktioniert. War das gerade ein Soundbug oder war das nur nicht lippensynchron, dadurch, dass es deutsch war? Aber hey, das war, glaube ich, der erste richtig krasse Zauberspruch, den Simon hingekriegt hat. Hoffentlich. Na, dann gehen wir in den Teleporter. Auf geht's. Dies ist Sparky, der sprechende Teleporter. Zu Ihren Diensten. Es wird mir eine Freude sein, Sie schnellstmöglichst und sicher zu dem Ziel Ihrer Wahl zu bringen. Zu den brennenden Gruben von Rondor. Zu den brennenden Gruben von Rondor, bitte. Ihr gewähltes Ziel sind die brennenden Gruben von Rondor. Legen Sie die Sicherheitsgurte an und stellen Sie das Rauchen ein. Da will er wohl den Zauberstab zerstören, der alle zu Stein gemacht hat. Unter anderem auch Kalypso. What the fuck? Hier kommen wir sicherlich auch nicht mehr weg. So, erstmal speichern. Wer weiß, was hier gleich abgeht. Fiery Pits. Feurige Gruben. Eine Glocke. Das ist ein Feueralarm mit einem Knopf in der Mitte. Dann drück doch mal. Ich komme von hier aus nicht ran. Drück doch mal drauf. Das geht doch so nicht. Ist das hier ein Souvenir? Ja, ist ein Souvenirshop. Oh Mann. Ich wusste nicht, dass dies eine Attraktion ist. Vor 3 Jahren war es noch keine. Doch dann kam König Gerald. Hier ein paar Broschüren. Okay. Besuchen Sie die feurigen Gruben von Rondor. Ein ideales Ausflugsziel für die Familie. Sehen Sie die Feuer der Hölle in voller Aktion. Und denken Sie daran. Freie Sonnencreme für jeden. Klingt sehr hübsch, aber warum ist kein Besucher da?
Das ist ja das Dumme. Der nächste Ort ist ein 150 Kilometer entferntes Dorf. Man kommt hierher nur zu Fuß oder per Magie. Wir hatten 2 Besucher in den letzten 3 Jahren und einer war ein Zauberer. Sordid. Richtig, ja. Der andere war so ein kleiner, grüner Typ. Zahlst du nun oder nicht? Ich hab sogar noch ein bisschen Geld, glaube ich. Du musst mich reinlassen. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. Nein, mein Job hängt davon ab. Okay, anscheinend soll ich nicht bezahlen. Wenn die Welt untergeht, ist es deine Schuld. Achso, wir haben ja gar kein Geld mehr. Ich habe dir gesagt, du kannst nicht rein, ohne zu bezahlen. Boah, was soll ich ihm jetzt geben dafür? Soll ich ihn zu Stein verwandeln? Das gebe ich für Sordid auf. Ich muss den Feueralarm betätigen. Das geht doch so nicht. Na toll. Da ist ein elastisches Band drumherum. Okay, vielleicht benutze... Das geht doch so nicht. Stein mit elastischem Band? Das geht doch so nicht. Was mache ich mit dem elastischen Band? Oder den Stein gegen den Feueralarm werfen? Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Okay, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Was haben wir denn noch? Da kommen wir nicht lang. Ich habe dir gesagt, du kannst nicht rein, ohne zu bezahlen. Ich habe Kieselsteine entdeckt. Dann nimm mal die, wenn der große Stein zu fett ist. Soll mir auch recht sein. So, jetzt aber. Gummiband und Kieselstein. Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Come on. Willst du denn sonst damit machen? Das ist ein Haufen kleiner Kieselsteine. Das ist ein Ast. Was soll ich denn mit dem ganzen Kram schon wieder hier? Jetzt brauche ich mir eine Zwille. Okay, das macht natürlich Sinn. So, jetzt aber. Schleuder mit Kiesel. Für was soll ich es verwenden? Na, hiermit natürlich. Die Glocke. So, jetzt. Now we're talking. Bam! Feuer! Ich bin draußen! Feueralarm in den feurigen Gruben. So, weiter geht's. Bezahlen tun wir nicht. Speichern nochmal. Speichern! Und los geht's. Die Brücke sieht doch schon wieder verdächtig aus. Was? Bonawachs? Irgendwas passiert doch hier wieder. Nicht? Nehmen wir noch das Bonawachs, nehmen wir noch mit. Was auch immer ich bonern soll. Das ist ein Eimer mit Bonawachs. Hoffentlich nicht wieder so ein kreatives Superrätsel wie mit dem Bienenwachs. Kann ich irgendwas bonern? Dann gehen wir erstmal weiter. Wenn ich den zu fassen kriege, der die Sprengladung ausgelöst hat, ich röste ihn bei lebendigem Leib. Jetzt muss ich versuchen, dieses verdammte Ding wieder anzustecken. Gerade als ich mit meinem neuen Zauberstab fertig war. Okay, das war definitiv Sordid. Ich kann das Bonawachs aber hier nicht benutzen. Ich habe gerade schon überlegt, ob ich ihn irgendwo reinlege. Nee, okay, anscheinend muss ich mit ihm palabern. Ich sollte mir lieber einen Plan zurechtlegen, wie ich mit diesem Typen fertig werde. Verwandeln wir ihn auch zu Stein. Ganz schön ironisch, oder? Hey! Schleimeimer! Basta la Pizza, Baby! Nein! Na los! Es heißt, sich mit Simon, dem Zauberer, anzulegen. Das einzige Problem ist jetzt,
wie der Zauberstab zerstört und Kalypso gerettet werden kann. Was soll ich mit ihm mal machen hier? Er sieht sich relativ ähnlich. Ich bin sehr zufrieden mit mir. Okay. Das ergibt doch keinen Sinn. Können wir ihn einbrunnern? Das geht doch so nicht. Kannst du ihn mitnehmen? Eigentlich bevorzuge ich Blondinen. Geht's hier weiter? Das erloschene Feuerloch, gelöscht vom Sprinklersystem. Ah, okay. Ist der Feueralarm noch an? Also wir haben den bösen Zauberer anscheinend schon mal entsorgt. Eiskalt. Den Feueralarm können wir ihn ausmachen. Das trage ich nicht. Ich habe nichts zum Verfeuern. Okay. Feueralarm. Bitte geh doch aus. Nee, hier scheint nichts mehr zu sein weiter. Das geht doch so nicht. Damn it. Okay. Schauen wir mal, ob wir das noch irgendwie hinkriegen. Ich denke, wir sind der Lösung schon sehr nahe. Und ich vermute mal, dass es irgendwie mit Sorte zu tun hat hier. Das geht doch so nicht. Kannst du ihn nicht runterschubsen? Das trage ich nicht. Wie sollte ich? Ich habe ihn in Stein verwandelt. Das geht doch so nicht. Einwohnern will er ihn auch nicht. Verdammt, das Rätsel hat mich hier nochmal. Wie soll ich da unten mehr Feuer machen? Das geht doch so nicht. Hm. Das ist nicht dazu gemacht, um geöffnet zu werden. Bonawachs mit Speer? Das geht doch so nicht. Nicht. Was soll ich damit machen? Das ist ein Eimer mit Bonawachs. Das weiß ich auch. Nein! Schließe, sordet. Das geht nicht. Ja, das geht wirklich nicht. Das geht doch so nicht. Er will ihn echt nicht darunter hauen. Das geht doch so nicht. Die Mucke ist ziemlich cool, aber ich habe keine Ahnung, was ich gerade machen soll. Das geht doch so nicht. Vielleicht die Broschüren in den Bonawachs tunken? Das geht doch so nicht. Farbige Broschüren über die feurigen Gruben von Rondo. Ha. Huh. Ich hab keine Ahnung. Na, ich stehe wahrscheinlich so kurz vor der Lösung. Vor der Lösung des Spiels hier. Aber ich komme jetzt nicht aufs letzte Rätsel klar hier. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Wäre schon mal anfangen, wenn man die Glocke irgendwie ausschalten könnte. Sieht nicht so aus, als könnte man das schließen. Ich habe nichts zum Verfeuern. Das geht doch so nicht. Bonan können wir so auch nicht und hier hinten lang kommen wir auch nicht, oder? Nee, es gibt kein Rückfahrticket. Das ist schlecht, meine Damen und Herren. Und hier im Regal liegt auch nichts weiter. Wisst ihr, was ich jetzt gebrauchen könnte? Die Feuer... Die Feuer... Opa, die Streichhölzer. Aber ich habe keine Streichhölzer mehr. Und ich komme hier auch nicht mehr weg. Benutze es zum Speichern, Laden oder, wenn du ein Feigling bist, zum Beenden. Also jetzt habe ich echt keine Ahnung mehr, muss ich zugeben. Und bis ich das rausgefunden habe, muss ich wohl noch einen kleinen Cut machen. Och, Menno. Ich komme darauf nicht klar hier, wirklich. Scheiße. Okay, Leute, ich mache mal einen kleinen Cut. Bis gleich. Das ist eine Packung Streichhölzer. Das ist einfach nur zum Haare raufen.
Ich habe vorhin hier rumgesucht. Glaubt ihr, ich habe diesen Pixel gefunden hier? Es sind sogar ein paar mehr Pixel. Muss ich zugeben. Okay, mitnehmen bitte. Damit lässt ihr doch schon was anzünden. Sogar ein ganzer Haufen Streichhölzer. Und ich frage mich immer noch, was mit den Streichhölzern ist, die wir vorher hatten. Oder zum Beispiel mit dem Schild von dem Brückentroll. Wenn einer eine Idee hat, was man mit diesen Items überhaupt anstellen kann, hau er mir das bitte in die Kommentare, weil... Gibt es Gegenstände, die man nur zur Verwirrung erhält, oder muss jeder, kann jeder Gegenstand irgendwo benutzt werden? Das würde mich mal interessieren. Okay, so, jetzt machen wir hier ein bisschen Feuer. Komm. Das geht doch so nicht. Broschüren können wir nicht anzünden. Das geht doch so nicht. Willst du mich vereiern, Simon? Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Können wir so das anzünden? Das geht doch so nicht. Du machst mich fertig, Junge. Was haben wir hier noch für da Bücher? Da steht alles über magische Stäbe. Da steht, dass der einzige Weg, einen Zauberstab zu zerstören, darin besteht, ihn in die feurigen Gruben von Rondor zu werfen. Das ist eine Packung Streichhölzer. Ja, dann benutze doch mal... Das geht doch so nicht. Die Broschüren, zünd die doch mal das an. Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Ich schwert hier mal Schugge, ey. Das geht doch so nicht. Kannst du nix anzünden? Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Können wir da irgendwas runterschleudern? Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Aufspießen können wir ihn auch nicht. Er ist doch schon zu Stein geworden. Zu Stein verwandeln können wir ihn auch nicht. Das geht doch so nicht. Und haben tut er auch nichts weiter. Ich dachte, die Streichhölzer bringen mich sofort weiter. Ich krieg die Kratze, ey. Ich krieg echt die Kratze. Die Kratze. Soll ich den Feueralarm anzünden? Das macht keinen Sinn. Das ist einfach nur dumm, würde Simon sagen. Mir hat das Ganze hier was von Alien, muss ich sagen. Diese Hintergründe. Kannst du die Glocke nicht ausmachen? Ein guter Geschmack sagt mir was ganz, das trage ich nicht. Muss doch irgendwie kaputt ausgehen. Ich komme von hier aus nicht ran. Ja, Kieselsteine haben wir aber auch nicht mehr. Boah, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Let's finish this once and for all. Es ist so dämlich. Ich konnte ja nicht drauf kommen, weil ich bin es trotzdem noch drauf gekommen. Nach ewigen Rumgefacke und dem Versuchen, alles logisch anzugehen. Sordid und seine ganze Magie bringen das nicht zum Laufen. Und du erwartest tatsächlich von mir, dass ich das Ding mit einem Streichholz anzünden kann? Ja. Weil Sinn macht ja hier nichts. Na klar! Ich frag mich immer noch, wofür ich das Bohnenwachs brauche. Vielleicht kommt Sordid ja gleich wieder zum Leben oder so. Mal gucken. Und los geht's! Jetzt sollten alle Statuen wieder normal werden. Oh Scheiße. Das heißt, auch Sordid wird wieder lebendig. Ich werde sicherlich ein Held werden. Nicht nur, dass ich die Welt befreit habe, sondern auch alle Guten noch dazu. Wenigstens bin ich außer Gefahr. Total. Ich hatte gerade einen Gedanken. Ganz genau. Oh, shit. Schön, 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 kleiner Zauberer. Jetzt machst du mich aber wirklich wütend. Okay. Hüte dich, Schreckensgestalt, oder ich werde wütend. Bring mich nicht zum Lachen. Kleiner Zauberer, diesmal gehe ich auf Nummer sicher und töte dich unter großen Schmerzen. Ich denke, es ist Zeit, sich zu verabschieden. Du hast das Spiel schon beendet. Sprich dein Gebet, kleiner Zauberer. Hallo, Sordid.
haltet am Apparat. Wer? Warte eine Sekunde. Leute von der Lebensversicherung, sie wollen mit dir sprechen. Hallo? Ist dort Simon, der Zauberer? Am Apparat. Hier ist Calypso. Deine Arbeit mit dem Zauberstab war große Klasse. Wir sind alle zurückverwandelt worden. Ich komme, um dich zu retten. Versuche ihn noch eine Weile abzulenken, okay? Okay. Bis gleich. Auf Wiederhören. Okay, das kann ja was werden. Was wollten Sie? Meine Lebensversicherung wurde gekündigt. Na gut. Mach dich bereit für die Qualen deines Lebens. Warte eine Sekunde. Was willst du noch? Warum kannst du nicht ruhig sein und sterben? Ich habe so das Gefühl, ich muss ihn selber ausschalten. Ich muss dich aufhalten, bis meine Rettung hier eintrifft. Kann ich einen letzten Wunsch äußern? Lass mich einen Moment darüber nachdenken. Genau, mach das. Nein! Scheiße. Es ist Zeit für dich zu sterben. Ja, der Spannung, die Spannung gerade ist... What? Was? Hat man sowas schon gesehen? Hunderte spitzer Stacheln und ich verfehle sie alle. Ich frage mich, was mit der Brücke passiert ist. Und ich frage mich, was das gerade war. Hat Calypso uns jetzt wegteleportiert oder was? Komme ich jetzt wieder rüber? Nämlich so würde ich ja den Bonawachs benutzen, damit er irgendwo runterfällt. Na toll. Ja, gehen wir mal zurück. Haben eh keine Wahl. Netter Versuch, Loser. Das musst du schon besser machen. Dieses Mal wirst du sterben. Ja. Oh! Jetzt habe ich's verstanden. Bitte sei nicht tot. Bitte sei nicht tot. Oh. Jetzt habe ich's verstanden. Ich mache das wirklich gut mit dem Hinfallen. Ich sollte Stuntman werden. In dem Moment, in dem er seinen Zauber da brutzelt und die Handzeichen macht, Shadow no Jutsu, kann ich ein Item benutzen. Schon wieder versagt, Zordi. Ich lebe immer. Scheiße, ich hätte speichern sollen. Nicht mehr lange, du Pestbeule. Okay. Schnell. Oh. Kipp's ihm rein. Autsch. Das muss wehtun. Alter. Ach so. Was geht denn hier ab? Wer hat das Licht ausgeknipst? Boah. Ich glaube, ich hab's geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Gut gemacht. Du hast Simon the Sorcerer gelöst. Nun, Simon, wie fühlt man sich als Held? Auf welchem Trip ist der denn? Willst du deinen Fans irgendetwas sagen? Versäumen sie nicht die nächstjährige Fortsetzung? Halt mal die Luft an. Ich nehme ich nicht nochmal alles mit. Wir haben es tatsächlich geschafft. Puh, was für ein Albtraum. Zum Glück bin ich endlich aufgewacht. Ich glaube, das bedeutet Fortsetzung.
Ja, natürlich gibt es eine Fortsetzung, die den ersten Teil sogar nochmal um einiges toppen soll. Aber von mir wird es erstmal keine Fortsetzung in Sachen Adventures geben. Ich habe damit immer meine Schwierigkeiten, muss ich sagen. Okay, hier lag es auch ein bisschen an der Steuerung, die ich ein bisschen bemängelt habe auch. Und an einigen pixeligen Items, die man entdecken muss. Aber, boah, bin ich auch froh, dass ich es hinter mir habe. Zwischendurch war die Motivation mal ein bisschen weg, dann hat es mich genervt, dass ich die Qualität runterschrauben musste, weil das sonst rumgeruckelt hat hier. 360 ist echt nicht das Beste, gerade in Sachen Soundqualität. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem irgendwie genießen können. Spaß hat es auf jeden Fall gemacht. Es hatte wirklich viele, viele geniale Momente. Der Humor ist erstklassig, der kriegt von mir eine 1-1+. Und die Welt ist liebevoll und die Anspielungen sind einfach klasse. Und mit der Akrobatik der beiden Teufel-Dämonen verabschiede ich mich von Let's Play Simon the Sorcerer. Es war eine lange Zeit durch meine schäbige, stiefmütterliche Behandlung dieses Let's Plays. Eine wirklich lange Zeit. Wir haben bestimmt bald 10 Monate verbracht. Im April letzten Jahres habe ich angefangen. Und ja, ich hoffe, ihr habt etwas Gutes dann in diesem LP entdecken können. Habt Spaß gehabt mit mir gelitten, mit mir gelacht. Und ja, das wird sicherlich nicht das letzte Video sein, was ihr von mir gesehen habt, was wir zusammen erlebt haben in einem Spiel, das ich Let's Playe, und ich laber nur noch zusammenhangslosen Mist. Und daher verschwinde ich jetzt im Mist. Das kann nur schlimmer werden. Bis bald, Leute, euer Let's Play Chris. Und out. Das ist einfach nur dumm. Das ergibt doch keinen Sinn. Das geht doch so nicht. Ah!